Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Katrin und in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die Feuerwehrknoten, die ihr in diesem Video euch nochmal genauer angucken könnt, bei der Feuerwehr anwendet. Wo verwenden wir die Feuerwehrknoten? Zum Beispiel, wenn ein Trupp oben an einem Balkon oder einem Fenster steht und noch einen Ausrüstungsgegenstand braucht. Zum Beispiel diese Axt hier. Nicht immer können wir nach oben gehen und dem Trupp das vorbeibringen. Manchmal müssen wir das außen hochziehen. Dazu schmeißt er uns eine Leine herunter. Dabei muss er darauf achten, dass vorher unten keiner steht, den er treffen kann und ganz laut "Achtung Leine!" ruft. Wenn die Leine nun unten angekommen ist, ist unsere Aufgabe, die verschiedenen Gegenstände, die oben benötigt werden, einzubinden. Heute zeigen wir euch verschiedene Gegenstände und wir fangen an mit der Axt. Bei der Axt beginnen wir mit einem doppelten Ankerstich oder einem Masswurf. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir genug Seil von oben uns zurücklegen, damit wir die Axt ohne Probleme einbinden können. Ich empfehle, mit einem Mastwurf anzufangen. Diesen legen wir uns und legen diesen dann über die Axt drüber. Ziehen es fest und das Seil, welches dann nach oben zu unserem Trupp geht, legen wir am Stiel entlang und machen oben noch einen halben Schlag drüber. Ziehen es fest. Und nun kann die Axt nach oben gezogen werden. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr ein Strahlrohr und einen Schlauch einbinden könnt. Gerade wenn der Angriffstrupp über eine Leiter in höher als ins erste OG geht, muss der Schlauch nachgezogen werden. Auch hier ist darauf zu achten, dass wir genügend Seil haben, um das Strahlrohr einbinden zu können. Anfangen tun wir mit einem doppelten Ankerstich oder Mastwurf. Was ihr davon verwendet, ist total egal. Am einfachsten ist, ihr legt euch den Knoten, nehmt euch das Strahlrohr und den Schlauch und legt die beiden Schlaufen hier oben drüber. Eine Schlaufe vor die Kupplung, eine Schlaufe hinter die Kupplung und festziehen. Dabei solltet ihr darauf achten, dass das Seilende, welches von vor der Kupplung am Strahlrohr ist, auch das Seil ist, was nach oben geht. Das Seil nehmt ihr wieder wie bei der Axt, legt euch einen halben Schlag hier oben drauf und fertig ist das Strahlrohr eingebunden und kann nach oben gezogen werden. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr diesen Feuerlöscher einbinden könnt. Zuerst legt ihr einen doppelten Ankerstich oder Mastwurf in einem großen Loop hier unten hin und stellt den Feuerlöscher da rein. Dann zieht ihr den Knoten hier unten fest und nehmt das Seil, welches nach oben zu eurem Trupp geht und legt mit einem halben Schlag hier oben fest. Ihr merkt, das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Nach dem Festziehen der Knoten könnt ihr den wieder reinstecken und dann nach oben ziehen. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr einen Verbandkasten, zum Beispiel diesen hier, auch einbinden könnt. Dafür ist es wichtig, dass wir den Knoten genauso aufmachen, wie wir ihn auch zumachen. Bedeutet, wir gucken erst, dass wir genügend Seil haben, um den Kasten überhaupt einzubinden. Dann gehen wir hier oben durch die Schnalle mit einer Schlaufe durch und ziehen ein bisschen Seil durch. Die Schlaufe teilen wir auf und legen die nun so über den Verbandkasten drüber, heben den Kasten hoch ziehen die Schlaufe noch ein bisschen hier hoch und ziehen fest. So haben wir den Verbandkasten eingebunden und können ihn nun nach oben ziehen. Zum Aufmachen des Knotens legen wir die Schlaufe wieder unten hin, nehmen uns die Seile hier drüber, legen die Schlaufe nach hinten und können die jetzt hier einfach wieder rausziehen. Beim Runterlassen der Leine müssen wir darauf achten, dass wir den Karabiner nicht einfach runterschmeißen, sondern langsam nach unten geben, bis dieser unten angekommen ist. Und dann rufen wir "Achtung Leine" und lassen los. In diesem Video habt ihr nun gelernt, wie ihr die Knoten der Feuerwehr anwenden könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch kein Video mehr verpasst.